Heute bin ich extrem glücklich. Er sagt einfach, los, ich mach aus und sei leise. Wir sind gerade im Gym. Wieder Tempo. Locker, Anspannung, locker, Anspannung. Hier. Alter, was dauert da los? Guten Morgen. Einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Good morning, Dunja. Heute bin ich extrem glücklich, weil wir haben Erfolge. Wir sehen Erfolge durch die Arbeit, die wir machen. Und sehr, sehr bald werden wir einige Sachen auch ankündigen, hoffentlich. Und ja, ansonsten, heute gibt es wieder einen Vlog für euch. Und wir werden heute mit Markus, einem meiner Spieler, trainieren. Und habt ihr ihn gerade gesehen? Er chillt gerade sein Leben. Genau, was ist das? Was machen wir gerade da? Und zwar, ich biete halt meinen Spielern mehr als nur 90 Minuten Training an. Für diejenigen, die sich natürlich dafür interessieren, kommen dann zu mir, ja, ein bisschen Deep Talk. Dann gehen die auf die Shakti-Matte, lassen sich so ein bisschen gehen, entspannen, weil einfach dieser Stress raus muss. Der Körper muss durchblutet werden. Dann gibt es halt natürlich Frühstück. Das ist heute für Robin und mich. Sind wir gestern pennen? 4, 5? Ja, so 4, 5. Können wir ein bisschen einblenden, was gestern Abend so nach McDonald's Vibes war? Im Auto? Diese Vintage R&B Vibes? Wobei, wir haben Hip-Hop auch viel gehört gestern. Hip-Hop, dann R&B, dann Vintage 90s. Dann bist du mit Dave gestartet. Und Dave hat sein Herz ausgeschüttet auf Instagram. Dave hat sein Herz ausgeschüttet. Hier, ganz kurz. Kennt ihr Dave? Wer nicht Dave kennt, boah, schwierig. Schwierig. Schwierig, sag ich euch, wie es ist. Also Dave ist, shout out to Dave. Shout out to my brother. Yeah, you left your heart in that one song, my friend. But we appreciate it. We appreciate it. Jo, was haben wir hier? Papaya, machen wir schnell. Papaya, gemahlene Nüsse, Imkerhonig, Orangen, Cashews, Eggs, Organic Eggs, Sea Salt, Pepper, Maca, Ashwagandha, laktosefreie Milch und Brennnesseltee. Das ist das, was wir hier haben. Kein Wein heute. Kein Wein. Guten Abend. Guten Abend. Tschüss. Cheers. Ja, kann man machen. So. Aber heute machen wir. Aber heute wird wild. Heute wird wild, same. Immer so. Ja, okay, wir treffen. Get on my face, man. Dann sehen wir uns da. Wir sehen gleich. Ey, Marc hat mich gestern so aufs genommen. Ich hab gesagt, dein Auto ist dreckig. Und dann hab ich zur Kamera gefragt, seid ihr Team Auto ist sauber oder Team Auto ist dreckig? Fan, Auto ist komplett wasted oder das Auto ist sauber? Er sagt einfach, lass dich mal Auto und sei leise. Aber ich mag der keinen Satz. Nein, ich sag, oh mein Gott. Ja, das sind Fakten. Oh, er sagt auch wieder, das sind Fakten. I do these things. Hallo zusammen, wir sind gerade im Gym. Wir sind angekommen, heute geht es zur Sache. Wir werden heute spezifisch uns darauf fokussieren, dass wir den unteren Bereich, Unterkörper machen, Explosivkraft, viel rotieren, ja, den Abdruck, Gleichgewicht, Gewichtsverlagerung, alles was Human Mechanics halt eben so hat. Deswegen viel Spaß beim Zugucken. Wir wärmen uns kurz auf. Für diejenigen, die ein Warm-up-Programm brauchen, hier unten ist der Link zur Webseite Dunja Athletik. Dort habe ich genauestens euch erklärt im Video, auf was ihr achten müsst und wie ihr eure eigenen Warm-ups, Dynamic Movement Preps, in eure Routine einbauen könnt. Hier geht es darum, dass wir den Schritt am Fuß, Fußsohle trainieren und die Rotation, das heißt, der Schritt kommt vor, wir rotieren das Gewicht, versuchen so viel Range of Motion mitzunehmen, dabei unseren Schritt gerade zu haben und mit der
Rotation drücken wir uns ab und nehmen den ganzen Fuß mit. Und rotieren. Oh, genau, und das darf nicht passieren. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Wir nehmen den Schwung mit und hier müssen wir versuchen zu stabilisieren. Und mit dem Abdruck versuchen wir wieder hier zu stabilisieren. Okay? Ja. Sehr gut. Sehr gut, Kopf gerade. Arme nicht anwinkeln, gerade bleiben. Weil jetzt gerade, du hast die Spannung, aber du hast zu viel Tension. Und noch geschmeidiger. Und das heißt, in der Mitte, in dem Flow, nimmst du den Schwung mit und hier aktivierst du. Und wenn du halt die ganze Zeit nur angespannt bist, dann kriegst du die Übung nicht so hin. Wieder Tempo wechseln. Locker, anspannen, locker, anspannen, locker, anspannen. Und immer den Fußabdruck mitnehmen. Zweite Übung für Human Mechanics. Was machen wir hier gerade eigentlich? Ganz schnell erklärt. Wir haben den Abdruck vom Fuß, das, was wir eigentlich am meisten brauchen, um zu schwimmen. Wir haben die Rotation, das heißt, dass wir uns rotieren können. Und wir haben jetzt bei der Übung den Schwung, das heißt, dass wir mit Gewichten arbeiten können und schwingen können, sehr viel Flexibilität haben in unserem Körper und trotzdem sehr athletisch uns abdrücken, sprinten können. Das ist das, was wir brauchen. Deswegen muss Mind-Body-Connection extrem drin sein. Und so Übungen helfen halt dabei. Das heißt, was machen wir hier? Rechtes Bein ist vorne. Wir balancieren die Kettlebell. Links ist gerade. Punkt 1. Wir gehen hier zurück, öffnen und mit dem Schwung kommen wir wieder zurück. Okay? Das heißt, der Schwung kommt hier hin, links geht vor das Bein und diesen Arm ziehen wir hier hin zurück. Und zurück. Eins. Boom. 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 Okay? Erster Schritt nach vorne. Genau. Das, diese Range kommt hier hin. Genau. Nein. Nicht nach hinten fallen, hier. Also du musst nicht den hier machen. Du bleibst gerade, du rotierst nur auf. Genau, du rotierst nur auf und dann kommt der Schritt. Genau, genau, aber den Schwung mitnehmen, nicht kontrollieren. Ja, 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 ja. Schwung, genau, aber der kommt zu weit nach außen, siehst du? Der muss wirklich von hier, musst du wieder kontrollieren. Also bis hierhin läufst du locker und dann lässt du hier runterfallen und nicht hierhin, genau. Schwingen lassen. Genau. Fest. Gut. Wirklich nach hinten schwingen lassen. Gut. Jetzt hast du den Schwung gehabt da. Ja, fallen lassen. Gut. Bauch aktivieren. Bauch jetzt aktivieren. Gut. Ja, jetzt nehmen wir den Schritt mit dazu, okay? Zeit zum Beten. Nee, was wir machen ist wieder Rotation, Rumpf aktivieren. So, jetzt sind wir. Hier ist auch wieder wichtig, weil ich sehe immer wieder einige von euch auf Instagram, ich beobachte euch, ich weiß, was ihr macht. Bei der Übung vorne habe ich gesehen, es geht darum, dass wir hier den Schwung mitnehmen. Das, okay, ihr könnt auch so damit anfangen. Wenn ihr versucht, hier in der Mitte zu kontrollieren, das ist zu viel Gewicht. Das heißt, ihr lasst hier schwingen und hier, sobald der Schwung zu Ende ist, hier oben Punkt A, versuchen wir dann die Balance zu aktivieren, indem wir Rumpf aktivieren. Das heißt, wir haben Punkt A und Punkt B. Schwingen, Punkt A, Punkt B. Schwingen, Boom. Und hier hinten ist auch wieder wichtig, wenn wir hier zu viel schwingen lassen und am Ende nicht wieder unseren Punkt haben, wo wir stabilisieren, dann kommen wir in dieses, das wollen wir nicht. Das heißt, hier und hier. Hier und hier. Markus, am gerade. Locker schwingen lassen. Genau, runter. Gut. Mitgehen. Seht ihr, er kontrolliert gerade. Nicht kontrollieren. Ja. Gut. Schwingen. Mitgehen hier oben. Ja. Gut. Oben halten. Halten und runter. Schwingen lassen. Halten, schwingen lassen. Gut. Gut. Nur noch einen Tick mehr halten. Sarah, zu viel noch, habe ich mir selber kontrolliert noch beim Runtergehen. So, man genau. Will es kontrollieren, man muss einfach das schwingen lassen. Ja? Und oben halten. Weil da wollen wir ja diese Stabilität aufbauen. Das ist auch gerade, wenn man zum Schwung kommt, dann muss man stabil sein, dass man nicht so genau. Oder so. Und dann aber halten und nicht direkt wieder runter in den Schwung. Und dann ist es wieder zu einfach. Der Körper kompensiert immer wieder, weißt du? Weil in dem Schwung ist dann wieder einfach, das einfach so zu machen. Aber hier, hoch.
So, dass wir kein Dorix. Mhm. Nicht andere Seite. Okay. Schulter berücken. Aber dann muss ich. Ja, jetzt, das ist natürlich Big Boy Work. Oh. Gut. Kraft und so weiter. Der eine hat auf jeden Fall gezogen, Alter. Komm, ich muss gefordert werden. Hallo. Hallo. Seid ihr fertig? Wir sind fertig, ja. War eine sehr gute Einheit. Wir nehmen das, wir nehmen das. Ja. Die war wirklich gut, hat mir echt Spaß gemacht, Jam, danke nochmal. Ich küsse dein Herz. Und der Jam hat in seinem Hals einen super Sprungseil. Mhm. Und die Benefits vom Springseil ist einfach, was ich probiere das halt hier gerade irgendwie zu regeln. Das muss man sagen, der regelt erst für dich. Ich probiere jetzt hier deinen Content zu sichern. Ja. Also die Benefits sind richtig gut und wir haben das vorbereitet für euch jetzt gerade. Aber es ist was für Seil. Real Talk. Also ja. Seilspringen, extrem wichtig für jeden. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, baut es in eure Routine ein. Ansonsten, Max, du hast die Benefits schon gemerkt. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, man ist leichtfüßiger. Wenn man halt Seil springt, man kriegt auch ein gutes Gefühl dafür. Und ja, ist einfach super in sein Training einzubauen, vor allem als Warm-up. Finde ich sehr gut, 5-10 Minuten das zu machen. Mhm. Und ja, ich merke einfach, dass man durch Seil springen einfach diese Leichtfüßigkeit bekommt. Gutes Timing und ja, es ist wirklich gut. Also kann man wirklich gut was rausholen, seine nice. Performance. Ist cool. Yes, sir. Wir zahlen die später dann die 600k. Vielen Dank. Also, Leute, danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ansonsten, wenn ihr die Vlogs feiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert, was ihr vielleicht noch sehen möchtet. Und wir gehen nicht darauf ein. Ansonsten, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.